Am Ostersonntag hieß es für die Handballer des SC Magdeburg Endspurt in der EHF-Gruppenphase. Der letzte Gruppenspielgegner für den SCM lautete Dynamo Bukarest. Das Hinspiel in Bukarest gewann der SCM mit 34:33 damals nur knapp. Durch die letzten zwei Niederlagen gegen Granollers und Aalborg brauchte der SCM einen Sieg, um sicher ins Viertelfinale einzuziehen. Vor 4.260 Zuschauern eröffnete SCM-Kreisläufer Zelko Musa die Partie und gleich mal einen 3-Tore-Lauf für den SC Magdeburg. Diesen beendete in der 5. Spielminute Finn Lemke mit dem 3:0. Erst in der 6. Spielminute gelang den Bukarestern durch Jakov Rankovic ihr erstes Tor. Aber durch eine starke Abwehrleistung konnte der SCM die Führung trotzdem schnell ausbauen. Im Tempogegenstoß Robert Weber mit der 5-Tore-Führung nach 8 Spielminuten. Die Weichen für einen Sieg sind somit schon früh gestellt. Die Rumänen hatten keine Chance, durch die Abwehr des SCM zu kommen. Und dieser glänzte mit zahlreichen Gegenstößen und Kontern. Nun schlichen sich auch noch zahlreiche Fehler bei den Gästen ein. Die Grün-Roten nutzten diese, um ihre Führung weiter auszubauen. Hier Yves Grafenhorst mit dem 17:8. Auch der verwandelte Freiwurf in der 30. Minute konnte für Bukarest in der ersten Halbzeit nicht mehr viel retten. Mit einem Pausenstand von 17:9 ging es in die Kabine. Dementsprechend muss die Halbzeitansprache von Trainer Eliodor Voica ausgefallen sein. Die Gäste aus Bukarest kamen stärker aus der Pause. Tor für Bukarest-Torschütze mit der 33, Flavius Cimpan. Auf einmal nutzten sie kleine Fehler der SCM-Defensive und schafften einen Doppelschlag, 11:17. Davon ließen sich die Magdeburger aber nicht beunruhigen und spielten weiter wie im Rausch. In Minute 37 trifft Michael Damgard zum 23:13. Es war einer seiner 8 Treffer an diesem Tag und gleichzeitig die erste 10-Tore-Führung für den SCM. Bei diesem mehr als komfortablen Abstand blieb es dann auch bis zum Auftritt von Vincent Sohmann. Der Youngster schaffte zwischen der 52. und 54. Minute einen klaren Hattrick und baute die Führung der Magdeburger auf 12 Tore aus. Spätestens jetzt gaben sich die Rumänen auf, die Magdeburger blieben aber dran und zogen noch weiter davon. Den Endstand besorgte Andreas Rojewski mit dem 39:22. Durch ein überraschendes 24:24 von Aalborg Handport in Granollers gelingt dem SCM damit auch der Gruppensieg. Der Gegner im Viertelfinale lässt dann an den DRB-Pokal erinnern, am 23. oder 24. April geht es gegen Frisch auf Göppingen, den einzigen weiteren deutschen Vertreter im Wettbewerb. Das Rückspiel findet dann am 27. April in der GTEC Arena statt. Und hier sind die Stimmen zum Spiel. Ja, das ist so deutlich, wird, hätten wir vielleicht nicht gedacht, aber ich meine, wir wollten schon richtig Gas geben heute, weil wir wussten, dass es so ein klares Endspiel ist für uns. Zugegeben, die Bukarester waren jetzt heute nicht so stark, wie sie es im Hinspiel waren. Aber ich glaube, es wäre heute für jeden schwer gewesen, uns zu schlagen, weil wir echt richtig heiß waren, wie wir es eigentlich immer sein sollten. Hat auch alles gepasst heute, mal über 60 Minuten vorne gut, über 60 Minuten hinten gut und auch im Tempospiel richtig gut. Deswegen war heute so aus einem Guss. Natürlich muss man auch sagen, dass die Gesichter von Bukarest war ganz müde und traurig aus, ganz früh in das Spiel. Und vielleicht aufhört ein bisschen weiter zu spielen, aber trotzdem, das ist nicht unser Problem. Ich denke, wir haben das super gemacht, hinten, vorne, Tempospiel. Das war wirklich ein schönes Gefühl heute. Einen besonderen Service für die Fans gibt es seit Dienstag, den 29. März. In der GTEC Arena hat seitdem der erste ständige SCM-Fanshop geöffnet. Hier können Fans alles Mögliche rund um ihren Herzensverein finden. Geöffnet hat der Fanshop wochentags zwischen 10 und 17 Uhr. Zu erreichen ist er über Eingang 6 der GTEC Arena.